Hallo, dies wieder Exi. Jetzt gehört er mit Metroid Prime 3 Corruption. In der letzten Folge haben wir eine Station der Galaktischen Föderation auf Norion gerettet. Allerdings sind wir, kurz bevor wir eine mächtige Kanone abfeuern konnten, um eine starke Waffe der Weltraumpiraten abzuwehren, kurz bevor wir diese aktivieren konnten, sind wir auf die dunkle Samus getroffen und diese hat uns und die anderen Jäger mit einem aufgeladenen Schuss, ja, zumindest außer Gefecht gesetzt. Wir haben es Gott sei Dank überlebt, haben dann allerdings offensichtlich die Fähigkeit bekommen, Phasons zu generieren mit unserem eigenen Körper und uns wurde der sogenannte PED-Suit gebaut. Eine Verbesserung unseres Anzugs, welche in der Lage ist, unsere Lebensenergie einzuspeisen und dadurch in den sogenannten Hypermodus zu wechseln. Der Hypermodus ist eine sehr starke Waffe. Ein Modus, während dem wir Phasonenergie verschießen können. Allerdings kostet uns das bei jedem Einsatz einen gesamten Energietank. Also ist es insgesamt ziemlich riskant, ihn einzusetzen. Aber naja, wir haben zumindest eine starke Waffe. Und nun befinden wir uns wieder auf der GFS Olympus. Da die Aurora-Einheit 242, glaube ich, was mit uns reden möchte. Jedenfalls die Aurora-Einheit dieses Schiffes. Da die Lage natürlich recht kritisch ist, die Waffe, die die Weltraumpiraten gegen die Station der Galaktischen Föderation einsetzen wollten, schien recht mächtig und vor allem organisch. Und, tja, was weiterhin passiert, werden wir gleich sehen. Hier lang müssen wir. Hallo. Das ist richtig. Dann verlieren wir nicht großartig Zeit. Der Grabber meint es aber gerade wieder nicht sonderlich gut mit mir. Oh, wei, wei. Die Aufnahme hat doch gerade erst angefangen. Mensch. Na gut, Leute. Da muss ich an dieser Stelle schon wieder einen Schnitt machen. Bis gleich. So, weiter geht's. Zukünftig sollte ich vielleicht wieder ins Wii-Menü gehen. So, dann gehen wir mal nach oben. Zur Aurora-Einheit. Danke. Ja, die ist gut geschützt, würde ich meinen. Ja, geht. Nichts, was wir nicht irgendwie kaputt kriegen könnten. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder hier interagieren. Mal sehen, habe ich hier irgendwas zum Scannen übersehen? Nö. Nö, 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 nichts. Dann würde ich sagen, Hand drauf und uns wird die Ehre zuteil, die Aurora-Einheit zu treffen. During the attempted pirate invasion of Norion, it was confirmed that two nearby planets were similarly attacked. These planets were named Rio and Elysia. These leviathans had impacted and embedded themselves deep into each planet, spreading a virulent phazon carried inside their bodies. The leviathans must be destroyed. 2 weeks ago, we dispatched Runtus to Brio, Gore to Elysia, while Gandreda was sent to locate the space pirate stronghold. Like you, they were outfitted with PED devices in order to confront this new threat. We lost contact with all of them 7 days ago, and fear the worst. In their absence, we need you to travel to these planets and finish their missions. The closest planet is Brio. This will be your first objective. Please be on the lookout for any clues that might help us understand what happened to Runtus and the other hunters. Good luck. So, damit haben wir unseren nächsten Auftrag erhalten. Wunderbar. Samus wartet gar nicht, bis die Plattform wieder an ihrem Platz ist. Ach komm schon, Grabber.
dann, auf nach Brio! Stimmt ja. Samus, the fleet is now moving to the rendezvous location. You will no longer be able to dock with us from this point forward. Rest assured, we will keep communication lines open and supply you with information when necessary. Good luck on Brio. Dankeschön. So, übliche Interaktion. Herrlich. Hand drauf. So, das war Norion. So viel zu Brio ist am nächsten, ne? Ja gut, ist ja nur die Kartenansicht. Ab, ne? So, ja. Das ist noch unwichtig. Wir gehen nach Brio. Und ja, ich spreche es doch Englisch aus, denn Brio klingt für mich jetzt dann doch etwas unhandlich zu sprechen. Da weiß ich genau, dass ich mich zigmal versprechen würde, daher bleibe ich doch lieber bei Brio und Elysia. Ausnahmsweise. Ach ja, mein Grover macht wieder alle Filmsequenzen kaputt. Ist es nicht herrlich? So, da haben wir bereits den angesprochenen Leviathan, der auf Norion noch als Meteorit bezeichnete Sprengkörper der Weltraumpiraten. Offensichtlich weiß die Galaktische Föderation nun mehr darüber. So, da wären wir. Und an den Statuen erkennt man schon, wir haben hier wieder eine hübsche neue Kultur vor uns. Den Mogenar-Kriegsgolem ist außer Betrieb und in massiven Fels angeschlossen. Diese Einheit ist irreparabel. Ja, davon gehe ich aus. Auf der anderen Seite interessante Waffen. Ach ja, herrlich. Was war das nochmal? Verwitterte Altarruine war einst Teil einer größeren Anlage. Ursprünglicher Zweck ist unbekannt. Naja, eine Tempelanlage. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sag bloß. Atme auf. Ja. Yeah. Okay. Immer her damit. Wo müssen wir denn hin? Alles klar. Also erst einmal einfach nur geradeaus. Immer schön ausschalten nach irgendwas, was wir scannen können. Da habe ich schon mal erwähnt, alles scannen werde ich nicht. Allerdings, ja, ein paar Sachen vielleicht schon. Bewohner des Brio ist in massive Eisschicht eingeschlossen. Scan deutet dann, dass er noch lebt. Eis, ja gut. Das war dann wohl Rondas. Das hier wahrscheinlich auch. Samus, wie wär's? Morphologie, Gragnol. Fehlendes Außenskelett erlaubt hohe Agilität, verursacht aber Empfindlichkeit gegen die meisten Waffen. Erstmal die Gegner loswerden. Wenn ich den mal treffen würde. Kommt noch mehr? Nö. Die Dinger sind doch wieder solche entwickelte Kaschpflanze mit ausgebildeter Borke. Nur mit starken Beam- und Sprengwaffen zu beschädigen. Also quasi aufladen. Yep. Da
Raketen haben wir. Wieder weitere eingefrorene Wesen. Moment. Ah. So. Damit ist der Rückweg auch wieder geschaffen. Ui, was ist das denn? Struktur als Springernest identifiziert. Außenschicht ist äußerst robust. Im Inneren wurden Lebenszeichen entdeckt. Ja gut. Würde ich sagen, die müssen wir ja nicht unbedingt verärgern. Und nun aber wirklich willkommen auf Brio. Wir bitten einer, wie vorher schon erwähnt, ganz neuen Kultur. Das ist ja eigentlich so ein typisches Merkmal für die Metroid Prime Reihe, dass hier immer wieder neue Kulturen entwickelt wurden, sich ausgedacht wurden. Das ist auch ein Teil von Metroid Prime, der Metroid Prime Reihe, der mir sehr zusagt. Solaranlage erlaubt Zugang zu Sperren. Sie lassen sich über die Führungsschienen erreichen. Ich bin Level 8. Da war die Plattform. So. So. Da sehen wir schon, wir haben da ein Tor. Diese Brücke sieht nicht sehr robust aus. Schwer strukturelle Schäden festgestellt. Brücke wurde schwer getroffen. Vorsicht beim Betreten. Ja. Ich glaube, die ist gerade weggebrochen. Türverriegelung aktiviert. Tür versperrt einzigen Zugang. Entriegelung muss regulär erfolgen. Regulär. Hübsche Bezeichnung. So, das ist jetzt nicht sonderlich schwer übersehbar. Er ist sonderlich leicht übersehbar. So. Hier fließt wieder. Wie ist das Zeug nochmal? Naja, wir finden es früher oder später schon noch heraus. Und damit ist die erste Verriegelung, die anbei ziemlich hübsch aussieht, gelöst. Was haben wir denn hier für nette Tierchen? Ach Gott, das waren die Dinger. Moment. Ich hatte sie. Morphologie, Faser und Nachtbarb. Ach, die kenne ich nur aus dem zweiten Teil. Verbund führt starke Angriffe aus, kann durch Überladung eliminiert werden. Ja, sobald sie einen entdeckt haben. Genau. Jetzt legen die im Kreis, laden einen Schuss auf und dann schießt man einfach mit einem aufgeladenen Beam-Schuss drauf. Allerdings laden die erst auf, wenn sie so im Kreis fliegen. Und da sie einen ansonsten doch gelegentlich nerven können, möchte ich sie gleich erledigen. Moment. Sie ist ein bisschen runter. Nee. Hat sich nichts geändert. Achso, die bricht nur so weit runter. Na gut. So, die Plattform da oben haben wir noch mehr von euch. Ja, komm, ladet auf. Sie mussten es auch unbedingt übertreiben. Ah, da drüben sehe ich schon. Und weg damit. Oder eher runter. So hat jetzt die Brücke völlig zerstört. Wunderbar. Was halt schon ein bisschen auffällig ist bei diesem Metroid Prime Teil, dass solche Pfade für den Morphball zum Beispiel halt sehr auffällig gekennzeichnet sind. Oder generell sind die Wege, die man gehen kann, eigentlich immer ziemlich auffällig gekennzeichnet. Na kommt, ladet auf. Weg mit euch. So, können wir sonst noch irgendwas erreichen? Nee. Ah, da wäre was. Aber da kommen wir nicht hin. Gut, dann eben hier rein. Rüber. Und nächster Energiefluss. Auch wenn ich mich frage, wie das physikalisch möglich ist, aber gut. Das sollte ich vielleicht besser nicht hinterfragen. So. Der andere Weg war mir persönlich zwar lieber, aber naja. Die Technik ist eben auch nicht perfekt. So, dankeschön. Anbei sieht unser Morphball gar nicht mal so schlecht aus mit dem neuen Anzug. Und ich habe da was über... Ja, ich habe da was übersehen, glaube ich. So. Ich glaube, die mögen uns nicht mehr. Wir haben doch nur ein paar ihrer
ihresgleichen ausgerottet. So, was haben wir denn hier Schönes? Morphologie Gel. Ach, genau. Gel ist das Zeug einfach. Gelpuffer. Verzehrt und gibt Brenngeldämpfe von sich. Explodiert bei Kontakt. Ja, aber auch bei Kontakt mit dem hier, ne? Ja. Wahrscheinlich ist es. Ja. Wahrscheinlich ähnlich wie im Vorgänger. Na, das geht darüber. Schätze ich, komme ich daran. Ist wahrscheinlich wie im Vorgänger, dass die immer wieder kommen. Hier wollte ich jetzt quasi unbedingt so positionieren, dass ich euch nicht erwischen kann. Das könnt ihr vergessen. So. Da haben wir eine hübsche Kugel, die physikalisch perfekt zur Seite geht. So. Raus damit. Braucht keiner. So, jetzt bin ich gerade mal überlegen, welche Richtung wollte ich denn? Ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts. So. Mit der neuen Positionierung der Sensorleiste ist das Spiel so viel angenehmer. Ich sollte euch vielleicht erst nochmal scannen. Auch wenn ihr mir jetzt gerade gefährlich nahe kommt. Morphologie, Springer. Greift springend mit messerscharfen Krallen an. Boah, äußerst detailliert. Upp. So, ja gut. Hier. Stark vereister Organismus blockiert Tunnel. Hochtemperierter Beschuss könnte das Eis eventuell zerschmettern. Aber ich will es doch nur schmelzen, Mensch. Warum denn immer gleich so gewaltvoll? Egal. Gehen wir es mal hier durch. Ja, das war die richtige Richtung. Ein Energietank. Wunderbar. Noch mehr Energie, die wir später in den Hypermodus investieren können. So, und hier oben haben wir auch wieder was ganz Metroid Prime-typisches. Eine Wand mit diversen Daten zu dieser Kultur. Allerdings muss ich da an der Stelle sagen, also die Texte, die zu diesen Kulturen geschrieben wurden, die sind wirklich sehr gut geschrieben, wirklich sehr interessant. Allerdings, ja, bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob das von euch überhaupt jemand wissen möchte, da ich dieses Let's Play aber komplett aufnehmen werde, bevor ich es hochlade. Zumindest gedenke ich, das zu tun. Werde ich da von euch keine Antwort erwarten können. Das Einzige, was ich an der Stelle dann tun kann, ich würde halt sagen, für den Fall der Fälle, dass ihr das unbedingt sehen möchtet, oder dass ich es euch mal vorlesen soll, keine Ahnung. Bin ja eigentlich nicht so ein talentierter Vorleser. Aber was soll's. Also falls ihr das unbedingt haben möchtet, ich kann es nochmal extra aufnehmen und vorlesen. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, das Let's Play wird komplett aufgenommen sein, bevor ihr das hier überhaupt zu Gesicht bekommt. Daher bringt eine zeitnahe Frage nicht viel. Eine zeitnahe Frage. Ich hätte diesen Satz etwas überdenken sollen. Egal. So. Ach, euch die Segler gibt es ja auch wieder. Ach, gescannt habe ich euch sowieso schon. Ekelhafte Viecher. So, ja gut. Das leuchtet rot. Was ist das? Eine Raketentür. Wie gehabt. Ja, alles nichts Neues mehr in Metroid Prime. Beziehungsweise, ja gut, wenn man die anderen Teile gespielt hat, natürlich. Und meine Stimme ist mal wieder etwas rebellisch mir gegenüber. Was haben wir denn hier Schönes? Morphologie, Schalkäfer, feuert zum Angriff Fasernstacheln ab. Verwundbare, weiche Körpermasse. Wir sehen schon, hier sind einige Gegner mit Fasernattacken. Oder generell mit Fasern ausgestattet. Ja, die Fasernverseuchung scheint hier schon insgesamt deutlich höher zu sein als, ja, beispielsweise, ja okay, auf dem Äther damals sah es jetzt auch nicht viel besser aus, aber Fasernranken sind unverwüstlich. Kapseln lassen sich aber mit Waffen auf Fasernbasis beschädigen. Das bedeutet Hypermodus! Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Und den Rest verschießen wir, bevor wir hier noch Probleme bekommen. Ja, ich hätte vielleicht meinen Hypermodus lieber für diese Gegner nutzen sollen, aber die habe ich nicht gesehen. Was hat der Gegner da? Oh, sag mir jetzt nicht, du hast dich jetzt da drunter. Nein. Nein. Moment.
Moment. Der hat sich. Ich hoffe mal, dass der sich jetzt ver. Ach, der hat sich. Okay, okay. Das sah nur jetzt gerade aus meiner Perspektive aus, als hätte sie sich dieser Gegner da runtergeglitscht. Als wäre dieser Gegner da irgendwie unter das Eis gerutscht. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht direkt gesehen. Wenn es doch passiert wäre, wenn es doch passiert ist, ja, dann. Ist halt so eine Sache. Statue beinhaltet Brenngel, das explodieren könnte, wenn der Inhalt gereizt wird. Dann tun wir das doch mal. Ui. Na denn? Die Statue. Braucht er ja hoffentlich keiner mehr. Gut. Ihr scheint offenbar offensichtlich wie bei den. Offenbar offensichtlich. Meine Fresse. Hier scheint anscheinend wieder niemand mehr zu sein. Ähnlich wie bei den Shoto damals. So, und ich würde sagen, wir holen uns diese Raketen hier. Missile Expansion. Tank Expansion. Ist doch egal. Haben wir hier drüben noch irgendwas Interessantes? Nö. Und die Musik dieses Gebietes ist auch wieder wunderschön. Typisch passend eben. Könntet ihr mal was anderes hergeben als diese Brenngel-Sachen? Ja, die Kisten werde ich jetzt nicht analysieren. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Da wäre das für den Grapple-Beam. Grapple-Lasso will ja nicht. Schaut da auch schon sehr freundlich aus. Was haben wir denn hier? Mogena, Kriegsgolem ohne Energie. Aktivierung mit momentaner Erweiterung des Anzugs nicht möglich. Ja, danke, dass du uns schon errechnest, dass das nicht geht. Okay. Ich sagen, reißen wir das mal weg. Ach Gott, das war ja die Wand. Mhm. Ich erinnere mich noch gut hier dran. Gerade geht's, aber als ich das privat gemacht habe, ihr glaubt nicht, was ich für Probleme mit dieser Wand hatte. Generell Sachen mit dem Grapple-Lasso waren extrem schwierig. Umso überraschter bin ich, dass es gerade geht wie geschmiert. So, ja. Wollte gerade sagen, so ein großer Raum, da kommt doch garantiert nicht ein Kampf. Da kommt garantiert nicht ein Kampf, da kommt garantiert kein Kampf. Ihr merkt, ich bin heute mit meiner Eloquenz wieder etwas unzufrieden. So. Die Gegner sind so besonders. Morphologie, Reptilikusjäger. Gegner kann seinen Körper in ein Tarnfeld hüllen. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gut, wenn du dich unbedingt verziehen willst. Ey. Ich weiß, dass da noch ein anderer hinter mir steht. Ey. Auspeitschen lasse ich mich nicht. Bleibst du gefälligst hier? War da gerade der andere? Keine Ahnung. Aber wie in der vergangenen Folge schon mal erwähnt. Autsch. Habe ich durchaus vor, meine Raketen öfter zu nutzen. Wie wär's, wenn du einfach mal. Was zum Teufel? Ach, der. Ja, klar. Gut. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hui. Deine Peitsche kannst du behalten. Brauche ich nicht. Und wo ist er jetzt wieder hin? Wupp. Ach, da oben ist wieder. Nein, du bleibst jetzt da. So. Treffen wir auch nicht schlecht. Gut werfen kann er ja. So, ich glaube, ich sollte des Öfteren wieder meinen aufgeladenen Beam benutzen. Der Kampf hat sich jetzt ganz schön gezogen, meine Güte. Das Sicherheitssystem arbeitet wie gewohnt gegen uns, gut. Erstmal den Raum untersuchen, was haben wir denn hier alles? Den angezeigten Weg gehen ist stets langweilig, deswegen erstmal Raum untersuchen. Haben wir hier nichts. Okay, gehen wir wieder hoch.
wir sonst noch irgendwas, wo wir hin könnten? Ja gut, das hier ist definitiv die Passage, die wir damit gehen könnten. Da sehe ich jetzt auch nichts mehr, da sehe ich auch nichts mehr. Gehen wir wieder runter. Natürlich über den längsten Weg. Sonst noch, mal umsehen. Was haben wir denn hier? Also den Golem können wir definitiv nicht einschalten. Das hat uns unser System ja bereits mitgeteilt. Hat schon vorausberechnet, du bist zu schlecht dafür. Lass es doch lieber gleich bleiben. Ein bisschen auffüllen, schadet nie. Mir sonst noch irgendwas? Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwas gewesen wäre. Aber ich schätze mal, das woran ich mich da gerade erinnere, das bezieht sich nur auf den Golem. Oder? 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 Weiß ich nicht. Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ja, komm. Nicht weiter Zeit verschwenden. Weitergehen, weitergehen. So, Statue hier. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Okay. Ach, das Ding. Das erklärt sich wohl von selber. Und das legt uns ein erneutes Kapitel der Geschichte dieses Volkes frei. Zeitalter der Leere. Ja, ich denke mal, dass ich vielleicht, wenn wir uns dem Ende dieses Gebietes nähern, werde ich vielleicht grob beschreiben, was es über dieses Volk zu wissen gibt. Die grobe Geschichte, die da niedergeschrieben steht. Weil die Geschichte durchaus auch einen gewissen Bezug zu dem hat, was... ja, was wir noch sehen werden. Ist eigentlich ganz interessant, sich das durchzulesen. Und wie ich damals schon in Metroid Prime 1 gesagt habe, respektiere ich einfach grundsätzlich die Tatsache, dass sich die Entwickler hier so viel Mühe gegeben haben. Okay. Gibt es irgendwo einen Eingang? Moment. Da. Nee. Kann ich hier runter? Nein, das sieht nicht so aus. Irgendwas übersehe ich schon wieder hier. Nee, nee, ah, da. Scans weisen auf eine ungewöhnlich hohe Menge von talorischer Legierung in diesem Felsen hin. Ja, talorisch wissen wir ja schon, das sind die Morphballbomben. Und was auch sonst bei solchen Gebilden. So, schauen wir, sehen wir hier. Hier gibt es diese netten Käfer. Die haben eine ziemlich nette Wirkung. Wenn wir nämlich mehrere davon ansammeln, dann blähen die sich auf und wir können damit hochfliegen. Wir haben aber leider diese netten Tierchen hier, die diese Käfer zum Fressen gerne haben. Daher, ja, ein bisschen vorsichtig sein, aber man sieht, es ist nicht so schwierig, hier hochzukommen. Und weitere 5 Raketen sind unser. So, schau ich mich mal weiter hier oben. Aber ich schätze mal, wir kommen dann auch einfach nur da hinten an. Richtig. Wären wir mit dem anderen Weg überhaupt hier rüber gekommen? Wer ist denn hier lang gegangen? Ach so, einfach da lang. Na gut. Ansonsten haben wir nichts, nichts Auffälliges. Nur ein paar Säulen. Ja, das muss ich nicht sonderlich scannen. Vor allem so rote Sachen. Ich meine, wenn offensichtlich ist, was man machen muss, dann... Hey! Was soll das? Und da kriegen wir schon Grapple Swing. Grapple Lasso, Grapple Swing. Ja. Grapple Beam braucht keiner mehr. Erweiterung für Anzug erhalten. Grapple Swing einsatzbereit. Mit Y und Z lassen sich Verankerungspunkte, die so aussehen, erfassen, um daran entlang zu schwingen. Ja, jetzt haben wir mit dem Grapple Lasso haben wir jetzt quasi sowas wie den schlechteren Grapple Beam gehabt und jetzt können wir halt auch noch das hier damit. Somit brauchen wir den Grapple Beam gar nicht mehr, beziehungsweise der Grapple Beam ist einfach mal, ja, schlechter als das Grapple Lasso, inklusive Grapple Swing natürlich. So, und jetzt können wir natürlich hier zurück. Da fliegen natürlich jetzt auch diese Gelpuffer rum. Und ich habe da gerade irgendwas gehört. Ja gut, was wir da hören, das ist das übliche Gegenstandsgeräusch. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das mit dem Golem zusammenhängt, deswegen werde ich das einfach mal nur außer Acht lassen. So. Passenderweise können wir hier einfach dranbleiben und erstmal die Gegner eliminieren. So, Moment, da haben wir aber noch eine Plattform, wo dieser andere gestanden ist. Ah, okay.
Weiß bedeutet, weiße Türpanzerung mit konventionellen Waffen nicht zu durchdringen. Legierung reagiert empfindlich auf extreme Kälte. Ja, also auch wieder wie im Vorgänger im Endeffekt. So, und jetzt könnten wir uns einfach dahin schwingen, aber das wäre ja viel zu leicht. Deswegen erst mal hier durch. Auch interessant bewachsen das Ganze hier. Irgendwelchen rot leuchtenden Gewächsen. Muss ich mal kurz zwischendurch auf die Zeit schauen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nein. So viel Zeit ist noch nicht verstrichen. Entschuldigung, dass sich Samus dazwischen so ein bisschen dreht, aber... Ja, ich hocke zwar nicht mehr ganz so verkrampft da wie im Let's Play zum ersten und zum zweiten Teil der Prime-Reihe, aber... Anderweitige Aktionen, die nicht mit der Wiimote zusammenhängen oder mit dem Nunchuck. Uiuiuiui. Ach, das ist ein anderer, ne? Morphologie, Reptilicus. Ja, ja. Legt kurze Strecken per Teleportation zurück. Ausgeprägtes Revierverhalten. Höchst aggressiv. Ja, nee. Ich stand nur vor dem. Wollte nichts Böses. Der. Nee, ich hab doch gesagt, ich lass mich nicht peitschen. Hab ich keine Lust drauf. So, wieder ein paar Behälter kaputt machen. Hier ist keiner, also gibt's auch niemanden, der das Zeug, das da drin ist, noch brauchen könnte. So. Jetzt können wir uns da drüben auch herum. Uiuiui. Na komm. Nee. Uiuiui. Autsch. Au. Autsch. Na komm, Wiimote. Jetzt fall nicht so künstlich nach hinten um. So viel Schaden hast du nicht gefressen. So, jetzt hast du genug Schaden gefressen. So. Ja, da müssen wir sowieso wieder den Weg gehen, weil die Brücke ja eingestürzt ist. Miese Bauweise. Sag mal, war hier nicht noch? Dachte ich mir doch, hier war doch nur ein Durchgang. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen. Was war denn hier nochmal? Wenn es hier hochgeht. Achso, dann kommt man auch hier hin. Okay. Aber hier war noch eine Tür. Sagen, schauen wir doch mal, was wir hier noch finden. Ah ja. Das Schiff der Galaktischen Föderation, wo wir sowieso hin mussten. Na gut, da wären wir sowieso ohne Grapple Swing gar nicht drüber gekommen. Und da oben sehe ich schon wieder Raketen. Höchst erfreulich. Aber auch erst, wenn wir sie erreichen. Talorische Legierung. Wird schon gar nicht mehr neu angezeigt. Kennen wir alles schon. So. Weg damit. Oder Moment, bevor ich hier. Ui. Bevor ich hier irgendwas übersehe. Ah, okay. Ich dachte mir schon, wieso ist das eigentlich hier positioniert? Aber nee. Hab mein Pilot mal wieder seine Mittagspause nicht gelassen, ist dann beim Fliegen eingepennt. Leute, Pausen sind wichtig. So. Mag nicht. Dann halt ihr weiter. Wirst du? Oh! Lass mich bloß in Ruhe. Ich wusste nicht, dass ich die zerlegen kann. Ach, Scan hätte ich sie vielleicht sollen. Entschuldigung. Vielleicht kommen wir ein anderes Mal noch dazu. Was haben wir denn hier Schönes? Vakuumluke versiegelt. Offenbar kann die Luke nur von der Schachtseite aus geöffnet werden. Schlachtseite, ja. Das Ding ist eh komplett ohne. Ja gut, dann haben wir sowieso keinen anderen Weg als das. Als das hier. Sicherheitssystem aktiv. Sperrklammer eingerastet. Starker Beschuss könnte sie beschädigen. Ja, doch, ne? Ah. Muss mir doch einer sagen. So, hier brauchen wir wieder Energie. So.
Einmal hier. Einmal hier. Energie fließt. Hier nochmal. Und hier nochmal. Und schon läuft hier alles wieder. Ah, wieder sowas, ja. Hier haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Gut. Dann machen wir mal... Oh mein Gott, ich habe keine Anleitung. Da ist ja gar kein Bildschirm, der mir sagt, was ich tun muss. Ich habe es ja bloß schon zigmal vorher gemacht. Die Kartendaten dieses Bereichs wurden heruntergeladen. Mal eine andere Variante. So, jetzt haben wir dann einen hübschen neuen Bereich. Landbereich Dorndickicht. Genau, das ist dann das, wo wir als nächstes hinwollen. Dornendickicht. Muss ich mir merken. Vorgabe erfüllt. Wenn ihr das sagt, davon ist auszugehen. Dankeschön. Um uns das nochmal aufzuzeigen, du bist übrigens da, wo du gerade bist, komplett falsch. Geh gefälligst hierhin. Und wenn du da gewesen bist, dann geh bitte auch hier hin. Also wirklich. Wie, du bist noch nicht da? So, in die Richtung geht es noch weiter. Wahrscheinlich nicht. Nicht für uns. Noch nicht. Nein. Ein bösartiger Schlund, in den auch noch dieses Gel runterfließt. Mit ein paar Geldrohnen drüber. Ja, nee. Wirklich nicht. Da gehen wir lieber raus. Ich glaube, das sollte ich im Let's Play lassen. Ich mache das immer ansonsten. So, weil aber hier wieder Energie fließt, können wir jetzt nochmal hier reingehen. Jetzt haben wir nämlich... Genau. Bin ich dem gerade wirklich ausgewichen? Schön. Bin ich noch gerade... Achso, das Ding fährt komplett ein. Ah, ne, tut's doch nicht. Autsch. Das täte uns aber weh. Nein, ich warte lieber nochmal. Bevor mich das Ding dann am Ende noch wieder nach unten befördert. Weil ich gerade den falschen Moment erwischt habe. So. Jetzt, wenn du einfach mal funktionierst, Ballsprung. Hä? Nein! Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Die Steuerung mit der Wiimote ist aber jetzt auch nicht unbedingt die schönste. Komm, jetzt doch. So. Raus hier. Und schon sind wir hier oben. Autsch, 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 autsch. Ach stimmt, das waren ja die. Adulta Gnagnol hält den meisten Waffen stand, empfindlich gegen physische Reizung. Physische Reizung heißt so im Klartext, wir machen das hier und reißen den einfach auseinander. Ganz lustig ist, wenn man die mit dem Grapple Lasso packt und dann einfach mal eine Weile lang nicht loslässt. Die reißen sich dann fast schon selber auseinander. Was jetzt irgendwie ein bisschen arg brutal klingt. Hm. Na gut. Dann eben nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Und natürlich nicht nur wir, sondern auch die netten Gesellen. Und einfach mal wieder über den Haufen rennen. Ich
Ich sollte jetzt eigentlich auch nicht unbedingt jede Konfrontation suchen, ne? Muss ja eigentlich nicht sein. Deswegen gehen wir mal hier rüber und hier rüber und verziehen uns einfach mal ganz geschwind. So, jetzt können wir hier durchgehen. Nachdem wir da oben diese Nester hatten, dürfen wir das natürlich auch. Eh klar. Ich schätze mal, geübtere Spieler würden jetzt einfach den Hypermodus auspacken. Aber ganz ehrlich, der Hypermodus ist ähnlich wie mit den beiden Beams im zweiten Teil. Das verbraucht uns irgendwas, deswegen benutze ich das sehr, sehr ungern. Warum sollte ich? Ach, sag jetzt. Ach, ey, die habe ich noch nicht gescannt. Aha. Morphologie, Alpha Springer. Verspeist aus der Distanz. Verspeist. Verspeit aus der Distanz aggressives Gift. Nutzt Krallen im Nahkampf. Ich musste hier den Hypermodus nutzen. Jetzt habe ich den Übermodus aber ziemlich schlecht genutzt. Na, geht doch. Ja, mit der Energie. Sie halten extrem viel aus, aber sie sind nicht unbesiegbar. So langsam wäre ich aber auch nicht traurig, wenn sie langsam mal draufgehen würden. Samus, beweg dich doch, Mensch! Oh. Ja, lass mich nur mit dem Rücken zum Gegner erscheinen. Hast schon recht. Ich krieg das ohnehin. Einzige, was gerade wirklich nervt, das ist... Ich weiß, dass die mich dazu bringen wollen, den Hypermodus zu nutzen, aber nö. Nicht nochmal. Ich habe den einen benutzt, ich habe es verschissen. Und dann reicht das auch. Und wieder stehe ich mit dem Rücken zu dem da, wo ich eigentlich hingeschaut habe. Was soll das? Ach so. Ja, weil ich vielleicht in die Richtung gehen soll, in die ich gehen soll. Eventuell. Möglicherweise. Sagst du eigentlich hierzu was? Offenbar wurden solide Eismassen erzeugt, um Zugang zu diesem Tempel zu erhalten. Eis schmilzt noch nicht. Noch nicht. Aber mal abwarten. Oh, so viel Zeit habe ich aber nicht. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Tun wir das? Muss ich mal kurz schauen, ob wir das tun. Ja, tatsächlich tun wir das. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir das tun. Einen Moment. Das hier wirkt mir gerade... Ups, 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 ups. Es erscheint mir nur gerade so verdächtig, diese Plattform. Hier ist aber nichts, ne? Verdächtiges. Schade. Hätte der aber sein können. Sein eigenes Schiff gescannt habe ich auch schon. Ich könnte aber mal reingehen. Ach. Dabei reicht es, wenn wir an Bord gehen. Das passt schon. So. Realistischerweise sitzen wir jetzt erstmal drin.
unser neues Ziel festlegen. Uns ist in der Reihenfolge gesagt, wir sollten erst zum Glutherd und dann ins Dornendickicht. Allerdings habe ich meine Gründe, warum ich erst hierhin möchte. Und diese Gründe haben mir schon in der Vergangenheit sehr, 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 sehr viele Sorgen erspart. Ungelogen. So, noch eine hübsche kleine Animation. Ich finde es interessant, dass die Brio anscheinend die ganzen Monde festgekettet haben. Das ist interessant. Wenn es keine Gravitationsschwierigkeiten gibt, na dann. So. Schauen wir jetzt gleich mal den Raum hier um. Ja, und fallen erstmal nach unten. Wunderbar. Ich weiß, dass man von Gegenständen einen gewissen Ton dann immer wahrnimmt. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn er jetzt nicht gerade ganz penetrant ist und ich sowieso quasi direkt neben dem Objekt bin, dann nehme ich diesen Ton gar nicht so wirklich wahr. Oh, hallo. Oh, verdammt. Da war ja was. Wieso? Wieso reichst du nicht? Aber sein Hyperbonus ist ausgelaufen. Gut. Komm, blöder Weltraumpirat. Ich glaube, dass man die im Hypermodus auch nochmal scannen kann, aber... Nein! Ah, er hat die wieder aktiviert. Das Miese bei den Gegnern ist halt, die kostet das keine Lebenspunkte, wenn die ihren Hypermodus aktivieren. Ja gut, die haben auch alle ein Reservoir, ne? Die speisen ja nicht ihre eigene Lebensenergie ein. Es ist erklärt, Entschuldigung. Nicht wieder die Technik. Komm, töten wir ihn. Wieder Hypermodus. Er kann auch im Hypermodus sterben. Die sind nicht unbesiegbar im Hypermodus. Sag ich doch. So, Energiefeld aktiviert. Energiezuleitung scheint durch die Decke zu führen. Ganz offensichtlich. So, wir haben jetzt hier schon die eine Wand kaputt gemacht. Scan weist auf große Einlagerungen von Brenngel im Gestein hin. Ja, Brenngel lässt sich, wie wir vorher schon erfahren haben, leicht entzünden. Deswegen machen wir hier mal die Wand kaputt, gehen hier um die Ecke, machen die Tür kaputt, die Verriegelung kaputt und finden einen weiteren Energietank, den ich auch schon gescannt habe. Sehr gut. Weitere 100 Lebenspunkte. Und ja, der Energietank war eigentlich so ziemlich der Grund, warum ich unbedingt hierher wollte, bevor wir ins andere Gebiet gehen. Ich glaube, beim Energietank muss ich da nicht viel erklären. Es ist ein Energietank, den wir mehr haben. Den hätten wir halt eben nicht, würden wir gleich da lang gehen, wo wir lang gehen sollten. So rein von der logischen Ordnung her. So, haben wir ansonsten irgendwas? Ich glaube nicht. Nein. Aber wir können da oben rein. Das können wir uns ja schon nochmal ansehen. Wir wollen ja diese Barriere aufmachen. Ein hübsches Fenster. Die Weltraumpiraten. Störsender blockiert Schiffskommandos. Common Visor ist nutzlos, solange Sender aktiv ist. Okay, ja, Common Visor haben wir ja auf Norion schon benutzt. Das war dieses Visier. Moment. Oh mein Gott. Das war dumm. Das sollte mir in Zukunft nicht mehr passieren. Das war der hier. So, was haben wir denn hier? Ah, wieder so ein... Ich habe wieder keine Anleitung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Okay, scheint richtig zu sein. Okay, hat funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Oh mein Gott, es bewegt sich nicht. Es bewegt sich wirklich nicht. Wie ich es liebe. Und da versiegt die Energie. Und das Tor ist offen.
Statten wir doch den Weltraumpiraten da unten einen Besuch ab. Das Aufeinandertreffen mit den anderen beiden gerade verlief ja auch so glimpflich. Ah, Moment. Den einen Energietank hätte ich dann doch gerne mehr, bevor wir da reingehen. Kleinen Moment. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was an der Stelle kommt, deswegen kurz nochmal. Ach Mist, jetzt muss ich speichern, oder? Mist. Na gut. Dann speichern wir eben. Das ist nicht freundlich. Auch wenn das schon ein etwas, ich würde fast sagen, übertriebener Effekt dafür ist, dass einfach nur unsere Energietanks und unser Munitionsvorrat aufgefüllt wird. Wobei mittlerweile kann man ja so ziemlich, kann man die Lebensenergie ja auch gewissermaßen als unser Munitionsvorrat betrachten. Theoretisch. Wenn man möchte. Machst du auf? So. Nein! Ah! Und die Wii-Fan-Bedienung will auch mal wieder nicht. Aber weißt du, für dich Einzelnen jetzt gerade. Ist hier noch einer? Ja, ich verschieße es lieber komplett, bevor die Zeit abläuft. Das muss nicht sein. Na komm. Das ist ein ekelhaftes Geräusch. Aber, ach Moment mal. Ach ja, ich erinnere mich. Einmal so. So. Einmal bitte. Achso, das kann's nicht, okay. Na gut, unser Schiff auch zu schwach. Weißt du, in dem einen Raum sind wir zu schwach, in dem anderen Raum ist unser Schiff. Ach komm jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf euren Mist. Ihr auf meinen offensichtlich auch nicht. Ach, die waren auf dem anderen Schwierigkeitsgrad auch schon so nervig. Sobald die mal ihren Hypermodus aktiviert haben. Moment, er ist aus! Weg mit dir. Gut, ich stelle das hier gerade auch doch wieder ein bisschen dramatischer dar, als es ist. Das ist mir klar. Ist hier echt nichts in dem Raum? Das gibt's doch nicht. Ich hatte da irgendwas in Erinnerung. Wirklich nicht. Wirklich überhaupt nicht. Das gibt's doch nicht. Ja gut. Dann, ich schätze mal, wenn ich mal nachschaue. Ja. Gut. Bis zur anderen Anlegestelle fliegen wir noch und da werde ich dann die Folge beenden, würde ich meinen. Damit ihr schon mal sehen könnt, was uns dann in der nächsten Folge erwarten wird. Das mit dem Schiff ist äußerst praktisch als Speicherstation. Vor allem eben die Tatsache, dass wir das Schiff an verschiedenste Orte theoretisch beordern können. So haben wir halt immer einen portablen Speicherpunkt und dann lässt sich die Folge teilweise auch an ein paar Orten beenden, wo es vielleicht gerade ein wenig schwierig ist, einen normalen Speicherpunkt zu finden. Was in Metroid Prime ja durchaus mal vorkommen kann. Ich sag nur die Basis der Weltraumpiraten aus dem ersten Teil. Das war unangenehm. Eieiei. Aber das hat hier nichts zu suchen. Naja, okay. Eher als in was anderem, aber egal. So, hier sehen wir schon ein anderes Schiff. Mit jeder Menge Eis drumherum. Das ist
garantiert nicht das von Rondas, oder? Das kann man ja noch kurz nachschauen. Was haben wir denn hier? Da. Phrygisianisches Kampfschiff. Galaktische Föderation-Aufzeichnung identifizieren Piloten als Rondas. Triebwerke sind noch warm. Schrieb man die nicht mit RH? Ich dachte, man schreibt die mit RH. Egal. Gut, also ihr seht schon, unser Gebiet, in das wir uns jetzt begeben, sieht nicht mehr ganz so gemütlich aus. Jede Menge Brenngel. Aber wie gesagt, da werden wir uns in der nächsten Folge umsehen. Ich bin Xi. Das war's von Metroid Prime 3 Corruption für heute. Bis dann, Leute. Ciao.